was könnte man machen mit den Hunden? Wir gehen ins Kalbrunnental. Es gibt mehrere verschiedene Strecken, die man machen kann im Kalbrunnental. Man kann von Strecken, die rund eine Stunde gehen, bis hin zu 3-4 Stunden, ist alles möglich. Immer schön im Wasser entlang. Oben in der Beschreibung mache ich dann ein paar Streckenrouten, die man verschiedene machen kann. Es geht alles ungefähr etwa am gleichen Ort durch. Entweder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Man kann jeden etwas daraus rausnehmen. Wir kommen jetzt langsam ins Käseloch. Im Hintergrund dort haben wir Grellingen. Unten sehen wir den Zug durch. Laufen Richtung Basel. Mit der Strasse. Und wenn wir nachher hier runter gehen, kommen wir Richtung Kalbrunnental. So, wir sind jetzt im Käseloch unten. Hier geht der normale Weg durch. Wir gehen jetzt hier das Brückli rüber. So schön Fußweg hinten. Wenn wir jetzt ins Kalbrunnental reinkommen. Hier links vorne geht es auf die Grellingen. Immer wieder imposant. Hier am Kalbrunnental sind die Felsen. Seht ihr, wenn es aufwärts geht. Hier kommt der normale Weg. Warte. Komm mit. Auch ganz interessant hier im Kalbrunnental sind die ganzen Höhlensysteme, die hier überall sind. Und es gibt einen Karstlehrpfad, wo man hier abgehen kann. Überall hier hat es, doch sehen wir auch den ganzen Plan. Da kann man dann hier im Detail anschauen. Und hier überall hat es hier Höhlen. Sieht man jetzt zum Beispiel gerade schön. So eine Höhle. Und zu dieser Höhle. Beschreibung, Einbachhöhle, die ganze Beschreibung. Sehr interessant, wenn uns das interessiert. Ja, ja, wir sind besser. Der Weg geht, gehe ich jetzt weiter hier Richtung Kalbrunnental weiter. Richtung Himmeried, links rauf dann. Und dann kann man ein bisschen Fähren rauf, aber heute machen wir nur die Blini durch. Mit mir wird hier oben gehen. Wir gehen jetzt hier das steile Weg auf, das Treppchen auf. Einen hohen Steg rauf. Und dann kommen wir Richtung Schellhäuschen wieder zurück. Und wir sehen sie, bin ich oberhalb von Briesnach. Und hier wird es steil sein. Raus! Raus!
Stelle, wo wir sicher sind. Wer hier nicht aufwärts oder nicht aufwärts wieder haben, gibt es die Möglichkeit, hier etwa 150 Meter weiter führen. Dann geht den normalen Weg rauf und dann geht es oben rechts. Dann kommt man wieder zurück auf die Strasse. Aber wir nehmen den direkten Weg, weil es so schön ist. Es geht doch noch recht steil da rauf. Also sicher, lieber heben da dran. Ist besser da dran heben. So. Und dann sind wir oben. Und unten sieht man den Brunnendal. Ja, Chili, sind wir da oben. Herbst, Pilzli-Zeit. Überall schöne Pilze rum. Und natürlich auch schöne Hünge. Und hier haben wir nochmal einen hohen Steg, wo wir raufgekommen sind. Jetzt gehen wir den Weg rauf. Da haben wir schon wieder einen Karstlehrpfad. Schild. Jetzt gehen wir rauf. Schnell Häuschen, zurück zum Auto. Sie sind von oben gekommen, in Kolbrunnental. Und dann jetzt Schnell Häuschen. Dann haben wir den Dreiflach. Zurück rauf auf den Parkplatz.